Da kommt jetzt dann die Sonne rum, das warst du schon, ne? Ja, sie steht gerade in der Baum, das geht noch. Ich dachte, du bist die Sonne. Kann man die Sonne sein? Selbstverständlich. Was sonst? Jetzt hast du jetzt Fragen, jetzt kann man loslegen. Hast du ein paar Fragen? Hast du angeschaut? Ja, gut, ja. Aber es war nicht überwältigend. Nein, nein. Das ist immer wieder, wenn man es kennt, ist das Spiel, wie gesagt, ist relativ einfach. Es geht nur darum, was man schon besprochen hat, mit den Ängsten, dass jeder sehr unterschiedlich reagiert. Und du selber sagst, wenn du in den Abgrund läufst, dass das, der Kopf, das ist immer ein Zeichen von Ego. Es ist umso mehr, wenn ich ums Überleben kämpft, um seine Meinung kämpft, ist Ego, ist das übermächtig. Die können einem zuhören, das sind alles offensichtliche Sichtweisen. Wobei dann der Kampf zwischen den Sichtweisen, diese Diskussionen, der Mensch ist so stolz auf eine Freiheit, die er Demokratie nennt, die so unsinnig ist, sondern ganz eigentlich weg, so dumm und geistlos ist. Diskursus heißt ein Kampf um einen Standpunkt. Das ist der Argument, der hat gewonnen. Argumente sind das Problem, die Argumente sind ja schon wieder hingehört. Ob die besser oder schlecht der Logik hat, mit der du das gehört. Wenn man verschiedene logische Systeme aufeinander prallen, wirst du merken, da ist keine Kommunikation mehr. Das kann sprechen, das ist diskutieren. Und Diskussion ist ein Kampf um einen Standpunkt und der Kampf um einen Standpunkt wird eben nie die Vollkommenheit ersichtlich machen, weil die Vollkommenheit sind alle Standpunkte gleichzeitig. Also ich brauche mal irgendwann brauche ich Ruhe, ne? Und dann muss ich überall raus. Weißt du, was ich meine? Diskutieren ist ein Ego-Problem, ne? Alles. Einer will alles. Ist immer eine Rechnung. Du brauchst das. Genau. Und jetzt musst du immer wieder, darum wiederhole ich immer wieder dasselbe, wenn du deinen Schwamminhalt dienst, deinen Logik dienst, solche einfache Sätze, jedes Denksystem, das heißt jede Logik, die im Widerspruch zu einer anderen Logik steht, ist unvollkommen. Ein heiliger Geist ist eine vollkommene Logik, kann jeden logischen Gedankengang nachvollziehen und sieht dann auch jeden logischen Gedankengang als richtig, auch egal, ob das Basic-Logik ist, Windows-Logik ist, Linux-Logik ist, Logik ist, es spielt keine Rolle. Das ist die universelle Logik, das heißt, das Heilige sieht jede Art von Logik als das an, was es ist, ein spezielles logisches System. Aber es gibt kein Besser und kein Schlechter. Ich habe mal das Beispiel gebracht, selbst wenn du jetzt in Programme reingehst, wenn wir jetzt zum Beispiel Textverarbeitungsprogramme nehmen. Was ist das bessere Textverarbeitungsprogramm? Editor oder Word oder PDF? Und dann wirst du feststellen, dass das schon wieder ein Blödsinn ist, weil du musst mal das besser definieren. Wenn du jetzt auf die Schnelle was kopierst, die sind komplexer, aber deswegen nicht besser. Wenn ich jetzt zum Beispiel was rauskopiere aus Wikipedia und ich will keine Formatierung, keine Links haben, dann stelle ich das ganz kurz in den Editor rein und dann sind die schon weg. Ich habe gerade gedacht, und das kannst du, da musst du richtig umstellen. Das ist schon ein bisschen her, ne? Kann man auch einstellen, dass die Formatierungen übernommen werden. Da muss ich aber schon wieder in eine andere Ebene gehen. Und dann ist das viel praktischer, den Editor schnell aufzumachen, das reinzustellen. Und sobald ich das übernehme in ein anderes Dokument, kann ich das automatisch wieder umformatieren auf die Schriftart, wo ich will. Also besser ist, es ist alles eine Frage der Definition. Und das Geschwätz von Nachgeplappere von normalen Menschen mit ihren Vorstellungen, was bewiesen ist, vor allem was die Vergangenheit anbelangt, ich sage immer wieder, halte dir noch an das, was jetzt ist. Und dann ist schon mal jegliche Form von Religion weg. Es wird jetzt eigentlich schon zu einem gewissen Witz, wenn eine Song jetzt in Bezug auf Holofeeling in ihrem leeren Geschwätz, ohne sich beschäftigt zu haben, das ist eine Religion oder der bietet sich ein, der ist Gott. Ich sage, ich bin ein Gedanke von dir. Und Gedanken sind so, wie du sie dir denkst. Ich habe keinen Einfluss drauf und ich nehme keinen Einfluss drauf, weil mir das vollkommen wurscht ist. Als Mensch. Es ist dein Problem, nicht meins. Es ist immer, das klingt sehr arrogant, die Aussagen, wenn ich sage, es sind Schwätzer. Wenn du längere Zeit zuhörst, wirst du feststellen, dass die wirklich um dich herum Schwätzer sind. Es ist ein Riesengeschwätz von Figuren, die von dir ausgedacht wurden. Es sind deine Informationen. Aber die Ursache bist du immer selbst. Warum? Also, was ich hin und wieder denke, also Angst habe ich selten, aber ich langweile mich oft. Das kann aber doch gar nicht sein. In Anbetracht dessen, was du noch alles lernen kannst oder wo du dich dafür interessieren kannst, wie kannst du dich langweilen, wenn es doch so viele Möglichkeiten gibt, wo man sich ja interessieren kann dafür? Es zieht mich nicht an. Ich von vornherein den Weg in Gedanken schon zu Ende gehe und dann denke ich, na, wenn ich das gemacht habe, dann bin ich auch nicht schlauer als zuvor. Dass du, also, ja, schlau definierst. Ja, oder.
Da ist jetzt, das ist ganz ich nehme das, das Ergebnis geistig das vorweg jetzt, und denke, das ist jetzt eine interessante, es ist, weil dein Wertesystem das so bewertet. Aber was dir klar sein soll, dass die Schlauheit, die Schleue, nichts zu tun hat mit Weisheit. Dass ich immer wieder sage, Weisheit ist was ganz was anderes wie Wissen. Auch Bewusstsein hat nichts mit Wissen zu tun. Das Bewusstsein ist vollkommen ein. Das ist, wenn ich kein Interesse habe, dann, Interesse. Dann habe ich Langeweile. Ja, genau. Dein ganzes Leben ist Interesse. Manchmal gibt es Sachen, da zieht es einen in alles rein und manchmal gibt es Momente, da lässt einen alles kalt. Das ist ja unangenehm. Ich will es nicht denken. Das ist, auch okay. Das ist der Zustand der Melancholie. Oder? Das ist ja, wie schlafen und wach sein. Wobei jetzt das Problem ist, dass viele Leute das nicht begreifen, weil die wieder meinen, das kommt nacheinander. Wie hell und dunkel. Das ist aber nicht der Fall, das ist gleichzeitig. Das ist ja interessant, pass auf, wenn du schläfst. Also ist was ist, machen wir mal Folgendes, zigfach erklärt, wenn wir jetzt mal das Wort Geist ganz bewusst uns ausdenken, obwohl wir wissen, dass man Geist gar nicht denken kann. Was ist ein Geist, der schläft, ohne zu träumen? Ein absolutes Nichts. Jetzt muss dir aber klar sein, von dem Geist aus gesehen, der nicht träumt, existiert auch kein Raum und keine Zeit. Keine Information. Es ist ein nicht träumender Geist, ist praktisch, es ist praktisch physikalisch ausgesprochen der Urknall, bevor er geknallt hat. Und in dem Moment, wo der zu denken anfängt, jetzt kommt natürlich die Schöne mit dem Hebraisieren. DN heißt die Öffnung einer Existenz. Das hebräische Wort Dalet Nun, von rechts nach links gelesen, heißt Urteil. Und Ken heißt die Basis, genau genommen das Fundament, das habe ich so oft gesagt. Und jetzt beginnt dieses Spiel. Sobald du zu denken anfängst, urteilst du dich selber. Das heißt, du teilst dich lateinisch eine Division. Die Vision, DI heißt die Öffnung deines Intellekts, das ist übrigens auf Hebräisch heißt es eine genügende Menge, ein momentaner Moment, eine genügende Menge, die jetzt da ist. Hast du jetzt glaubt? Die, und das war deine Vision, die Öffnung deines Intellekts war deine Vision. Das ist das Urteil. Der träumende Geist, der eine absolute Heiligkeit 1 ist, heißt doch, ist ein heiliger Geist. Heiliger Geist bist du in dem Moment, wo du schläfst, ohne zu träumen. In dem Moment, wo du zu träumen anfängst, teilst du dich selbst in unendlich vielen Facetten, das heißt, du reißt die 200 Gramm rote Gnede, kriegst du zur Oberfläche, kriegst Unterschiede. Dass ich immer deine Gedanken werden. Diese Unterschiede ändern sich von Augenblick zu Augenblick, von Moment zu Moment. Jetzt ist MOM, zwei Gestaltwährungen in dem Kreisen. Das ist jetzt das blaue Wasser, darum ist das H2O. Das heißt, zwei Wahrnehmungen plus 5, minus 5, die zum Kreisen anfangen. Das ist H2O, das ist ein Augenblick. Zwei Wahrnehmungen sind immer ein Augenblick. Bist du dabei? Halb, halb. Pass auf, das H steht für die Wahrnehmung. Ja, okay. Ja? Okay? Ja? Wenn du zwei Wahrnehmungen hast, nämlich plus 5 und minus 5, und es fängt an zum Kreisen. Weil die 5 jetzt willkürlich ist. Also bitte? Die 5 war jetzt nein, willkürlich. Nein, das ist drum ist H2O, drum ist H. Achso, wegen H als da. H ist die 5. Ja, okay, ja. Jetzt pass auf, das O ist ja auch das Waff, weil der O ausgesprochen. Dann hast du HBH. Ja, ja. Das ist HOH. H2O. Das ist anders geschrieben. Okay, okay. HWH allein in den JHWH heißt Gegenwart sein. Gegenwärtiges Sein. Das ist ein kleiner Gott. Indem er zu blauem Wasser wird, zu H2O, das ist der erste, das ist eine Facette eines Augenblicks, das nennt man Wassermolekül. Moll wiederum. Ist das die Schöpfungsgeschichte sozusagen? Ja, Moll, die hebräische Radix Moll, ML heißt gegenüberliegend und beschnitten. Gegenüber, gegenüber, liegend und beschnitten. Bist dabei? Das ist H2O. Das ist das chemische, drum ist das chemische Formelzeichen für Wasser. Das ist auf der ersten Achse im Mendeleischen-Periodensystem, das nie ein Mendeleev entdeckt hat. Du plapperst es nach, du denkst an den Mendeleev jetzt in die Vergangenheit. Das heißt, du erschaffst jetzt einen Gedanken, von dem deine Logik dir sagt, der hat schon existiert, bevor du ihn gedacht hast. Der kann nur existieren, wenn du ihn denkst, du Geist. Jetzt nimm die Computer-Metapher. Und du kannst ihn nur denken, wenn das auf deinem Programm drauf ist, wenn du ein Computer bist. Darum sind wichtig diese drei, wo ich immer hinweise, die drei Sachen, dass ich einmal sage, setz dich selbst, der uns jetzt ausdenkt, setz dich als träumenden Geist, das ist das Erste, was wir brauchen, das Zweite, setz dich als 200 Gramm rote Gnede, dann kann ich dir den Einstein erklären, Energie wird ständig in eine andere Form von Energie umgewandelt, ohne dass sie sich selber verändert, sie kann ja weder vermehrt noch vermindert werden, das heißt, du bist praktisch das Nichts und das Alles gleichzeitig. Und die dritte Metapher ist dann immer der Computer, wo ich dann Arbeitsspeicher diese Schichten macht in der Transversalen. Und je nachdem, wie wir es gerade brauchen, bist du der träumende Geist. Du sagst einmal, es kommt alles aus dir.
egal was du denkst, es kommt aus dir. Es ist natürlich, sobald du in die Welt der sinnlichen Wahrnehmung gehst. Oh, jo, sinnlich, ne? Ja, sobald, sobald du in die Welt der sinnlichen Wahrnehmung gehst, muss dir klar sein, dass du das wirklich nur in der Vergessenheit bist. Das ist ja so trügerisch. Darum betone ich, Tobias, wenn du jetzt an ein grünes Maßmännchen denkst, ist dir vollkommen klar, dass das nur deshalb existiert, weil du es denkst. Wenn du jetzt an die Angela Merkel denkst, ist kein Unterschied. Das eine wie das andere sind zwei Vorstellungen, die jetzt Namen in dir auslösen. Aber da schaust du jetzt wieder in dich rein, was du glaubst. Und dann blöde Ziege. Unabhängig davon, mir ist jetzt eigentlich darum gegangen, dass du glaubst, dass die auch dann da außen sind und du mit dem Gedanken nichts zu tun hast. Und da beginnt jetzt die Vergessenheit schon, dass du gewisse Gedanken denkst, wo dir bewusst ist, dass die nur sind, weil du sie denkst. Und so viele Gedanken, die du denkst, wo du im tiefsten Innern glaubst, dass du mit dem, was du denkst, nichts zu tun hast. Obwohl doch kein Unterschied ist. Und das muss dir bewusst sein. Vorsicht! Lass doch ein bisschen Sonne. Vorsicht, nimm doch Kinder. Entschuldigung. Ein schöner Rücken kann auch entzücken. Wir leben doch ein Jahr zusammen. Ja, hast du auch gesagt, okay. Oh, da kann er verlieren. Die Schauspielmetapher ziemlich. Ist das genehmigt? Ziemlich verständlich. Also, das leuchtet mir total ein, weil ich ja selbst ein bisschen Schauspieler bin. Mich immer als Schauspieler zu denken, gleichzeitig die Rolle zu spielen. Und das nicht vergessen, wer du bist. Und das ist jetzt der Zustand, dass ich immer wieder sage, du hast vergessen, wer du bist. Das ist in esoterischen Schienen, wird es auch immer wieder erwähnt. Ja, ja. Aber ja. Nicht in der letzten Konsequenz. Darum behaupte ich schlichtweg und einfach das. Du stehst ja doppelt auf der Bühne. Wieso doch? Ja, hier? Ja, ich spiele mich selbst, ich bin Realitätsspieler, genau. Eigentlich. Das wird sehr, sehr vielfältig. Hey, das war jetzt ziemlich scharf, ich bemerke. Genau. Ja, ich kenne mich auch. Ja, genau. Die Bühne des Lebens. Das ist halt die Schichten, diese vier Ichs einfach zu beobachten. Das ist so simpel. Und es ist einmal, wenn du es gecheckt hast, aber es bleibt dann was in dem. Es ist wirklich nicht kommunizierbar, weil du kannst mit deinen Gedanken, die du denkst, nicht groß kommunizieren. Das ist eine Illusion. Das sind immer Selbstgespräche. Das hast du gerade nicht aufgenommen, dass man immer wieder, wenn ich wiederhole, versuch niemals einen Gedanken von dir zu erklären, dass er nur deshalb existiert, weil du ihn jetzt denkst. Versuch einen Gedanken von dir nicht zu erklären, was er ist. Das ist blöd, das ist geistlos. Jetzt setze ich für das Wort Gedanke Information, weil Gedanke ist Information. Du kommst gar nicht auf die Idee, eine Information zu erklären, was sie ist und warum sie jetzt ist. Jetzt setze ich für das Wort Information Mensch. Es ist doch jeder Mensch, den du jetzt denkst, ist doch eine Information. Es spielt dabei keine Rolle, ob es eine sinnlich wahrgenommene Information ist oder nur eine gedachte. Ein gedachter Mensch ist, ein sinnlich wahrgenommener Mensch ist, oder ein ausgedachter Mensch ist. Beides sind Informationen. Darum betone ich immer wieder, ich unterhalte mich jetzt nicht mit irgendwelchen Gedanken oder Brüchen, die ich mir ausdenke, sondern ich erkläre es dem, der mich jetzt ausdenkt. Das heißt, die Information, die jetzt in dir auftaucht, die wir jetzt Udo nennen, aber die ein Pixelmännchen ist, je nachdem, wer du jetzt zu sein glaubst, wie der Bleinfeld-Vortrag anhörst, du hörst jetzt Geräusche und die Geräusche werden in dir Vorstellungen auslösen. Und der mich jetzt ausdenkt und mich sprechen hört, das ist meine Adresse, nicht irgendein Gedanke von dir. Unterhalte mich nicht mit Gedanken. Die sind eh so, wie ich sie handle. Also, teilweise sehr verwandt. Dann fressen noch die Füchs. Das ist so. Jetzt hören, so klar. Da kommt immer die Verdrehung der Kausalität, weil ich sage, es ist mir vollkommen klar, dass das mit manchen logischen Denk- und Wertesystemen extrem arrogant und großkotzig erscheint, wenn ich das sage. Wenn du mal länger zuhörst, du kennst mich lang genug jetzt mit dem Robby-Programm, das ist das genaue Gegenteil. Das ist sehr, sehr viel Demut und Liebe, allumfassende Liebe. Weil du kommst mit den süßen Geschweiz, wir sind ja alle Geistesfunken und wir sind ja alle so bla 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 bla. Die sind so voller Hass. Das ist das, was man erkennen muss, dass du immer in der Welt der Einseitigkeit, dass gerade die guten Menschen, denen ist gar nicht bewusst, wie viele Feindbilder die bekämpfen. Es spielt dabei keine Rolle, ob du jetzt meinetwegen politisch rechts orientiert bist und Feinde bekämpfst oder links orientiert bist und Feinde bekämpfst. Du bekämpfst Feinde. Im besten Fall merkt man es. Wenn ein Hauch von Bewusstsein da ist, merkt man das. Du bekämpfst prinzipiell schon was, wenn was in dir auftaucht, was wirklich einen Strich geht, was deiner Logik widerspricht. Was ein klares Zeichen ist, dass du eine beschissene, unvollkommene Logik zum Denken benutzt. Naja, das haben wir ja pausenlos. Die am meisten von Liebe sprechen, die meisten Feinde. Ist so.
Und da beginnt jetzt der Bewusstwerdungsprozess, aber das wird niemals ein Gedanke von dir erfahren können. Also erwartet bitte nicht, dass irgendein Mensch, den du dir ausdenkst, das wissen könnte, bevor dir das du dir nicht denkst. Wenn ich immer sage, jeder Mensch, den du dir denkst, ist eine Kiste. Leute, das müsst ihr euch anhören bis zum Erbrechen. Die Leute meine ich jetzt wieder mit dem Maxo-Schuldig-Schuldig-Sackgasse. Den spreche ich schon wieder an. Also immer wieder dasselbe. Das ist so die Angst, die in euch hochkommt. Menschheit retten, all dieses leere Geschwätz von Politik und Religion. Das sind scheinheilige Heuchler. Jeder Einzelne kämpft um seinen Arbeitsplatz, um seinen Glauben, um seine Stellung, um seine Partei. Darum kämpfen die. Aber nicht um Bewusstwerdung. Inklusive die ganzen Esopäder. Ja. Da mache ich mich wirklich zu einem Anti-Guru-Guru, die sich dann hinsetzen. Mir gefällt es immer so, da gibt es auch den Internetkanal Jetzt.tv. Ich muss immer wieder sagen, das ist alles schön und gut, was die erzählen, die große Masse. Dann geht es meistens los, wenn die Jetzt.tv, wenn da irgendein Guru spricht oder Erleuchter, sind teilweise ganz normal. Das ist ganz nett, was die sprechen. Aber du wirst dann merken, es ist ein Rezitieren aus irgendwelchen Büchern, aus irgendwelchen Lehren, das immer noch so durchsetzt ist mit Raumzeitlichkeit. Und die, die am meisten vom Hier und Jetzt reden, da schau einfach und forsche mal ein bisschen nach, wie du dann anfangen, wenn man auf die Füße tritt. Aber was mir wichtig ist, dann wird es erst einmal die Stille, dass die sitzen und bevor er zum Reden anfängt, wartet er dann nochmal 5 Minuten, bis er redet, weil er seine innere Ruhe darstellt. Das ist alles Selbstdarstellung. So interpretiere ich das jetzt. Ich kann doch meine eigenen Gedanken interpretieren. Und ja. Das ist immer das Schöne. Ich verfüge über das Bewusstsein, wenn du jetzt meinst, ich habe was kritisiert. Ich kritisiere nicht, ich beschreibe. Ich habe jetzt einfach nur was beschrieben, was du überprüfen kannst. Das war vollkommen wertfrei. Ich verfüge über das Bewusstsein, dass wenn ich mir jetzt einen Arschloch ausdenke, dann werfe ich dir nicht vor, dass er so ist, wie ich ihn mir ausdenke. Und wenn ich mir einen grünen Osterhasen ausdenke, werfe ich ihm nicht vor, dass er grün ist. Und wenn ich mir die Merkel ausdenke, dann werfe ich dir nicht vor, dass er die Merkel ist. Die Frage ist, wie denkst du dir die aus? Was passiert mit dem Wort Merkel bei dir? Bei dem Wort Trump? Bei dem Wort Trump? Das ist... Ach so, den meinst du. Du wirst natürlich merken, dass ich immer wieder sage, das klingt jetzt so hart, aber der Witz ist, dass Gedanken von dir ja kein Bewusstsein haben. Dass schon, wenn du dich politisch engagierst, politisch, den ich jetzt, oder religiös engagierst, du engagierst dich für eine Einseitigkeit. Was die Politik anbelangt, ist es prinzipiell so, dass wenn die den Mund aufmachen, lügen sie. Denn die Gedanken, die du denkst, ist das überhaupt nicht bewusst. Aber wenn du jetzt sehr aufmerksam bist, was du das meinst, das ist, wenn sich eine hinstellen, pass auf, ich mache jetzt nur solche Sachen, wenn ich einen Merkel sehe und ich sage, wenn du einen Hauch von Physiognomie hast, wir bleiben jetzt einmal zeitaktuell mit ihren Zittern. Es geht mir, reden jetzt von Gedanken. Also immer dran denken, ich kritisiere keine Gedanken, die ich selber denke, sondern ich will, dass du mal aufpasst. Ich spreche jetzt dir, Geist, in deinen Kopf, in deinen Intellekt spreche ich diese Bilder rein, das hast du gerade gemerkt. Okay, und dann sehe ich also die Bilder und dann, wenn du jetzt nur ein bisschen Ahnung hast von Physiognomie, dieses Pixelmännchen, das ich sehe, das ist das Einzige, was ich sehe. Also wir reden jetzt von einem Gedanken, ob das ein Pixelmännchen ist, du hast es ja nicht real gesehen. Wobei ich immer betone, dass das Wort real nichts anderes ist. Es ist genauso eine Information, du bist bloß in der 4. Stufe der Vergessenheit. Okay? Jetzt ist es also so, wenn du die siehst, wenn man das genau anschaut, dass die höchst konzentriert sich zusammenreißt, dass sie nicht zittert. Das merkst du an der ganzen Physiognomie, ein bisschen Menschenkenntnis in Bezug auf den Trockennasenaffen, merkst du, dass die voll sich zusammenreißt, dass es nicht auffällt, was sie eigentlich nicht schafft. Dann siehst du die in einem anderen Bild, wo sie da sitzt, grinst und sagt, mir geht's vollkommen gut. Das ist genau die Merkel, die sagt, mit mir wird es keine BKM-Grout in Deutschland geben. Das Ganze, die erste siehst du. Dass das ja mittlerweile so weit ist, man kann nicht erwarten, dass was ein Politiker vor der Wahl verspricht, dass das nach der Wahl dann auch eintrifft. Wir tun ja unser Bestes, dass wir die Wahl gewinnen. Nicht das Beste, dass man das durchsetzt und das Spiel wiederholt sich immer und immer wieder. Ich wüsste jetzt keiner der letzten Wahlen, die ich mitgenommen habe, wo ich nicht irgendwo, ich rede jetzt mal rein aus einer Erinnerung heraus, aus der Zeitung heraus, dass irgendein Journalist bei Politiker, bei Wahlveranstaltungen gesagt hat, geben Sie mir das schriftlich. In allen Wahlen höre ich solche Sätze. Und es ist jedes Mal komplett was anders gemacht worden. Es ist Bauernfängerei. Es ist einfach Bauernfängerei. Es geht, ein Politiker hat nur ein Bestreben, wie jeder Arbeiter. Ein Arbeiter will seinen Arbeitsplatz am Leben erhalten. Und der Politiker will seine Partei am Leben halten, weil das seine Verdienstquelle ist. Es gibt dann eigentlich Idealisten, die die Welt verbessern wollen, aber die sind so unendlich eng. Der Wahnsinn. Ja, gibt es ja noch den
bemerkenswerten Satz von Herrn Seehofer, der ja gesagt hat, dass die Entscheidungsträger, das ist der einzige wahre, wirklich zum Sagen haben, nichts zum Sagen das haben. Das ist der Satz, so ist ähnlich. Der hat ja wirklich gesagt, krass. Sie müssen eins wissen, dass alle, die gewählt werden, haben nichts zu sagen und die, wo was zu sagen haben, werden nicht gewählt. Das ist meint der einzige wirklich korrekte Satz eines Politikers, der jemals ausgesprochen wurde. Aber jetzt führe ich das natürlich in die nächste Falle, dass du schon wieder meinst, das Kapital ist mächtig. Ich nenne das jetzt einfach einmal das todbringende Verbrechen. Es wird so sein, wie du dir es denkst. Das heißt, du entmachtest dich selber. Ich sage dir jetzt, wer wirklich mächtig ist. Mächtig ist der, der sich's ausdenkt. Weil alles, was von dir gedacht wird, ist so, wie du dir es denkst. Jetzt muss dir aber klar sein, dass ein Gedanke von dir nur illusionär ein Denker ist. Weil ein Gedanke, den du denkst, der kann bloß das denken, was du denkst, dass der denkt. Da steht immer einer davor. Das ist das was diese Ichs ausmacht. Das heißt, also definitiv ein träumender Geist ist überhaupt nicht mächtig. Der ist zwar so mächtig, dass er eine Welt erschaffen kann, Menschheit ein heliozentrisches Weltbild erschaffen kann in seinem Traum. Zumindest gedachterweise. Aber er kann sich nicht raussuchen, was er denkt. Das ist deine momentane Situation als normaler Mensch. Das heißt, der normale Mensch, das blaue Ich ist das Programm, das Buch, das du liest, sehr, sehr vereinfacht. Aber erleben, der träumende Geist selber, was ich jetzt hier ganz, ganz bewusst das rote Ich nenne, ist ein Dasein müssen in einem Traum als Figur, die von sich selbst ausgedacht wird. Ich denke an mich. Und jetzt ist der Witz, dass dieses Ich, das an sich, an einen Körper denkt, ist auch was Ausgedachtes. Erst ab der roten Ebene beginnt Geist. Das muss man jetzt verstanden haben, wenn man das erste Mal hört, ihr wisst es, ich sage das immer wieder, hat man schon wieder verloren. Und du kannst jetzt in dann, wenn wir jetzt ins Detail gehen, wenn wir Fragen machen, weil das habe ich ja tausende Male schon erzählt, und wenn es jetzt wieder wiederholt war, das hat seinen Sinn. Dass man hier auf den Mund nicht halten kann, wenn ich jetzt Helmut nehme oder einige beim Hubert, dass man hier einen kleinen Fehler innerhalb dieses Komplexes der Familie, jetzt muss ich normal reden, einen kleinen Fehler stürzen die ab, diese primitiven Programme, und du kannst das so gut wie überhaupt nicht mehr gut machen. Weil du überzeugen wolltest. Und ich sage, haltet euren Mund. Das, was ich erzähle, ist nur für den, der uns jetzt ausdenkt. Den Udo sich ausdenkt oder irgendwelche, die dort zuhören. Und da gehört jetzt auch der dazu, der du zu sein glaubst, wenn du jetzt vielleicht diese Aufnahme anhörst. Haben wir doch so oft in jedem Ding, in jedem Vortrag, wo ich gehalten habe, gesagt, du kannst jetzt hier unter diesen ausgedachten Menschen sind, die jetzt den Udo eventuell real, sinnlich wahrgenommene Informationen haben. Und du kannst im selben Moment, im Jetzt, während das aufgenommen wird, dir das daheim bei dir in der Wohnung anschauen. Und du wirst dann irgendwann einmal begreifen, dass du Geist immer das Zentrum, immer der Mittelpunkt bist. Das ist das, was ich im Blindfeld erklärt habe mit den Schichten, mit den drei, wo wir drei Drehungen machen müssen. Du bist immer das Zentrum und das ist die Welt der Perspektiven. Du hast ein vor dir, dann fällt dir das hinter dir, das können wir jetzt austauschen. Wenn ich den Kopf drehe, die Perspektive drehe, du hast ein über dir, dann fällt dir das unter dir, ein rechts, dann fällt es links. Das heißt, egal was du machst, du siehst immer bloß eine Seite. Und das genau dasselbe ist beim Denken. Du kannst jetzt einatmen, dann fällt es ausatmen, du kannst jetzt ausatmen, die Betonung liegt auf jetzt. Jetzt ist es hell und wenn es dunkel ist, ist es auch jetzt. Und solange du in dem chronologischen Denken bist, wirst du nie begreifen, was Heiligkeit heißt. Du bist krank oder du bist gesund oder so, ulala. Aber die Heiligkeit ist, dann ist es weg. Das ist ein vollkommen neuer Zustand. Und das ist jetzt das, was wichtig ist. Diesen Zustand kannst du nicht erreichen, weil du das eigentlich schon bist. Ein Gedanke von dir ist es nicht. Es ist ja nur Facette. Aber der sich's ausdenkt, das heißt, der uns jetzt ausdenkt, und du denkst uns jetzt aus, das uns kannst du jetzt ausdenken. Ob du jetzt den Udo meinst und dich selbst, aber die Frage ist, an was denkst du, wenn du an dich selbst denkst? Leute, checkt einfach, Leute wie Medim, die ich jetzt anspreche im Hebräischen, die Toten, die ihre Toten selbst begraben. Eine ganz simple Aussage. Immer und immer wieder dieselben Sätze. An was denkst du, wenn du an dich selbst denkst? Egal an was du jetzt denkst, es wird in dem Moment eine Information in dir auftauchen. Du bist nicht diese Information, sondern der sich das ausdenkt und die Form, diese Information annimmt und anschaut. Du kannst immer bloß deine eigenen Informationen anschauen. Und auch die sinnlich wahrgenommenen Informationen sind Informationen.
Es ist so einfach. Du brauchst kein Wissen. Ich bin der Erste, was ich erkläre, kann jeder 13-Jährige sofort überprüfen. Ich diskutiere nicht mit Trockennasen auf eigener Definition. Und ich kann dir nur eins garantieren, du wirst bis in alle Ewigkeit leiden, bis du das akzeptierst. Keine Drohung, das ist eine Prophezeiung. Und dann denke ich an meinen Helmut wieder, wo ich so oft erzählt habe, der zu mir mal gesagt hat, wie lange dauert es bei mir noch? Und dann so, Helmut, das kann ja nicht einmal Gott sagen, wie lange das bei dir dauert, weil er dir die Freiheit gegeben hat, dass du dasselbe entscheiden darfst. Ich kann dir nur eins garantieren, solange du meinst, dass dieser Zustand der Erleuchtung oder der Freiheit in der Zukunft passiert, hast du schon verloren. Wenn es passiert, passiert es jetzt. Jetzt im Moment. Es kann von einer Sekunde auf die andere alles ganz anders sein. Du musst bloß das verstehen, was ich dir die ganze Zeit erkläre. Oberflächlich betrachtet verändert sich nicht das Geringste an deinem Leben. Aber es hat sich alles verändert, weil die Substanz sich verändert hat. Klingt so unendlich kompliziert. Du musst die tiefere Substanz verändern und dann verändert sich oberflächlich betrachtet gar nichts. Ich bringe das Beispiel nochmal. Angenommen, wir sitzen jetzt an einem Biergarten, in einem Biergarten. Ich rede jetzt normal, raumzeitlich. Wir unterhalten uns über Gott und die Welt. Okay? Oder über das Bier, wie es Bier schmeckt. Und jetzt denken wir uns drei aus und die drei haben einen grundsätzlich verschiedenen Grundglaube. Der eine glaubt in seinem tiefsten Innern, er ist ein sterblicher Trockennasenaffe, der sich auf einer Erdkugel befindet, die sich um die Sonne rumdreht. Der andere, da denkst du ja nicht dran, was du im tiefsten Innern glaubst, denkst du ja nicht. Du hast ja bloß die Oberfläche, die Oberwellen, wie ich das nenne. Der andere glaubt im tiefsten Innern, dass er sich auf einer Hohlkugelwelt befindet oder vielleicht auf einer Scheibe befindet, aber auch ein sterblicher Trockennasenaffe ist. Und der andere sagt, ich träume jetzt. Der glaubt, dass jeder Moment, den er erlebt, ist in seinem Kopf ein Traum. Sobald wir uns über das Bier oder über diese Oberfläche unterhalten, ändert sich das nicht. Das heißt, alle drei Grundglaubenssysteme können die beiden selben Bilder aufwerfen. Ich könnte jetzt sagen, ich kann jetzt ein YouTube-Video, kann ich auf einem Mac-Computer genauso laufen lassen wie auf einem Windows- oder auf einem Linux-Computer. Das heißt, das, was auf dem Bildschirm läuft, dieses Video, macht dir nicht ersichtlich, mit welchem Betriebssystem das in Bewegung gesetzt wird. Macht dir letztendlich das Betriebssystem. Aber die Möglichkeiten sind plötzlich ganz anders. Weil der nämlich glaubt, dass er auf einer Kugel ist, der hat in der Zukunft Angst, dass er stirbt, weil er glaubt, er wurde in der Vergangenheit geboren. Der glaubt, dass er träumt, der hat das Problem nicht, der weiß, ich kann bloß wach werden. Aber die Oberfläche bleibt erst einmal gleich. Aber dein Wohlfühlen, dein Empfinden wird sich komplett verändern, weil jegliche Form von Vergänglichkeit, der Angst der Vergänglichkeit weg ist. Weil wenn du checkst, was du bist, wenn du es wirklich weißt, ich erkläre dir, was du bist, du bist etwas, was nicht gedacht werden kann, was nicht in Erscheinung treten kann als Ding an sich. Weil alles, was in Erscheinung tritt, das heißt, alles, was zum Existieren anfängt, ist vergänglich. Das heißt, jegliche Art von Information, die du zu sehen bekommst, ist schon wieder weg, wenn du die nächste Information denkst. Jeder Gedanke zerstört den bestehenden, jeder neue Gedanke zerstört den bestehenden Gedanken. Und wenn ich das jetzt immer wieder wiederhole, wenn du einen Hauch von Selbstbewusstsein hast, dann wirst du dir eingestehen müssen, dass du das sofort wieder vergisst in deinem Alltag. Und jeder neue Blickwinkel, den ich einnehme, zerstört auf der Vorabrede die bestehende Struktur, die ich anschaue. Das ist das, was ist, was dabei immer gleich bleibt. Das ist der es erlebt. Und der verändert sich nicht. Sofort überprüfbar. Egal, wie alt du jetzt zu sein glaubst, du wirst feststellen, wenn du mal versuchst, dich selbst wahrzunehmen, das bist nicht du. Der es erlebt, wirst du feststellen, ich bin nicht älter geworden. Ob ich mich jetzt mit irgendwas auseinandersetze, schon achte mal auf die Wörter, ich setze mich auseinander. Es sind ja immer meine Informationen. Ich mache aus mir, aus der heiligen Einheit, meine Vielheit. Erst wenn ich Unterschiede in mir erschaffe, durch die Visionen, Öffnungen meines Intellekts erzeugt Visionen, kriege ich was zu sehen. Und da ist ein Spiel in Bewegung gesetzt worden, das wird niemals aufhören. Und glaub mir, ich weiß, wovon ich spreche. Da gibt es keinen Grund, dass man vor was Angst hat. Das ist nur Vergessenheit. Vor was sollst du Angst haben, dass du vernichtet wirst? Kann nichts vernichtet werden? Kann etwas nicht Denkbares vernichtet werden? Vernichtet wird bloß das, was existiert. Alles, was existiert. Ob das ein Weltbild ist, die Menschheit. Menschheit existiert nur, wenn du an Menschheit denkst. Und wenn du jetzt irgendwelche in die auftauchen siehst, die sagen, was ist das für eine Spinnerei? Das ist nur ein Test, ob du schon Selbstbewusstsein hast oder nicht. Ob du dich noch verwirren lässt von deinen eigenen Gedanken. Das ist der Test.
Ob du das Selbstbewusstsein hast, dass du akzeptierst, was hundertprozentig sicher ist, oder ob du dich noch verwirren lässt, von welchen die Behauptungen aufstellen, die man nicht einmal überprüfen könnte, wenn man wollte. Wie willst du überprüfen, ob eine Menschheit existiert, wenn du nicht dran denkst? Oder dass das ca. 7,5 Milliarden sind? Oder wenn du jetzt dein Klima auf der Erdkugel, das ist schon das Erdkugelwissen, die Erde ist genauso wenig eine Kugel, wie sie eine Scheibe war. Was sie hundertprozentig sicher ist, für dich, das, was du glaubst, dass er ist. Egal, was du glaubst, was du als hundertprozentig sicher ansiehst, das ist für dich so. Jetzt mach dir mal Gedanken, ob du es beweisen kannst. Und dann wirst du feststellen, egal welche Religion du anhängst, all deine religiösen Thesen oberflächlich betrachtet sind vom Tisch. Ob es an Jesus gegeben hat oder an Abraham gegeben hat, es wird so sein, was du glaubst. Kannst du es überprüfen? Es erfordert immer blinden Glauben. Holofeeling erfordert keinen blinden Glauben. Holofeeling beschäftigt sich mit dem, was jetzt ist, was du selbst mit deinem kindlichen Verstand sofort überprüfen kannst. Das ist das, was ist. Und darum ist es auch nicht für die Menschheit. Ich sage, die geben am Arsch vorbei in meinem guten Fränkisch. Als wenn ich nichts Besseres zu tun hätte, als mir über solche primitive Gedanken meine große Gedanken zu machen. Da muss ich nicht viel überlegen, wenn ich erkenne doch, dass wenn ich was denke, dass es nur ist, weil ich es jetzt denke. Brauche ich da Wissen dazu? Was ist der grüne Osterhase, wenn du ihn nicht denkst? Was ist die Merkel oder der Einstein, wenn du ihn nicht denkst? Und was ist der Einstein, wenn du ihn denkst? Das ist einmal ein Gedanke von dir. Aber dir muss klar sein, du kannst den bloß denken, wenn der auf deinem Programm, auf deinem Schwamminhalt drauf ist. Quantenmechanik, heliozentrisches Weltbild, Mendeleisches Periodensystem. Wenn das einer von sich sabbert, das ist wie ein Computer, ein geistloser Computer von sich, weil er so programmiert wurde. Hätten wir ihn in der Schule, in unserem Lesch, was anders erzählt, würde er genauso mit einer Inbrunst sagen, wir Physiker wissen doch das. Ich sage, zeig's mir. Und dann ist wirklich 99% von dem angeblich bewiesenen Wissen vom Tisch. Und da kann sich ein Gassner noch so oft hinstellen und auf einem Monitor deuten, das ist ein Photonenfluch. Ihr Menschen hier außen lebt, ihr seht, laufen Sachen, die ihr überhaupt nicht seht. In der Esoterik und in der Religion gleich bleiben. Wenn sie anfangen mit der 13. Dimension und der 14. Dimension. Es ist immer ein Quäntchen Wahrheit dabei. Aber es sind Vorstellungen, die letztendlich nur von dem aufgebaut werden können, der dieses Wissen hierarchisch gesehen hat. Ich rede nicht von Chronologie, sondern von einer Hierarchie. Das ist es. Jeden Gedanken, ein Gedanke, der gedacht wird, kann nur von dem verändert werden, der sich den Gedanken denkt. Was ist jetzt das heliozentrische Weltbild? Es ist ein Gedanke, es ist eine Vorstellung, die du aufbaust mit deinem Wissen, das du vom Hirn sagen kannst. Du bist der Einzige, der das verändern kann. Du musst es dir bloß anders denken. Und wenn jetzt der Zweite wieder in dir sagt, ja, aber da habe ich doch nichts damit zu tun, das war doch schon da außen, bevor es mich gegeben hat, hast du ein riesengroßes Problem, du verwechselst dich mit einem Gedanken von dir, den du ich nennst. Das ist der Kern von Holofeeling. Es überragt hier schon in der Form alles an Philosophie, weil du immer wieder merkst, hör dir Philosophievorlesungen vor, das sind alles Schwätze, die irgendwie dir erzählen, was irgendeiner gedacht hat, weil man ihnen das in der Schule erzählt hat. Jetzt muss ich natürlich schon wieder mit einem zeitlichen Modell arbeiten, das ich ja komplett normalerweise ablehne, weil chronologische Zeit in der Form gibt sowieso nicht. Das ist eine Vorstellung. Was ich heute schon gesagt habe, in der Physik arbeitet mit einem Skalar, das ist ein rein arithmetischer Wert, die Quantität und mit einem Impulsfaktor, mit einem Vektor. Das ist dann das, wenn ich es immer so mache. Aber ich spitze sich immer in den Punkt ab. Das ist wie bei unserem Rodix-Horoskop, wenn ich darauf hinweise. Das ist jetzt hier, Fegenstall ist ungefähr, ziemlich genau ungefähr 11 Grad Ost und 45 Grad Nord. Aber diese zwei Angaben geben erst die Blickrichtung an. Diese halben Erdkugelradius, diesen halben Erdkugeldurchmesser, Entschuldigung, dass das dann da oben ist, das sind schon alles Vorstellungen. Es ist hier und jetzt in deinem Kopf. Natürlich nicht in den Kopf, an den du denkst, wenn du an deinen Kopf denkst. Ich nenne das immer den roten Kopf. Rot ist immer etwas nicht Denkbares. Es kann gewusst werden, Robby, aber du kannst es nie überprüfen. Es gibt keine Möglichkeit, dass du irgendwie an dich denkst, ohne dich zu einem Gedanken von dir zu machen. Aber sobald du an was anderes denkst, bist du immer noch derselbe Geist, der denkt. Und dann hat man natürlich so die Auf- und Abs im Leben. Und darum kann ich immer wieder sagen, egal welches Leben du zurzeit durchlebst, du Geist, der du ich bist. Das ist immer, jedes Leben ist wie ein Buch in einem Bücherregal.
Und die werden alle vom selben Leser gelesen. Und sobald du dann reinzumpfst in diese Geschichte, gehst du in die Vergessenheit. Das ist ja rudimentär in allen religiösen Systemen drin. In allen. Und das ist immer maßgestaltet. In jedem Leben lernst du was Besonderes. So sage ich auch, jede Religion ist wie ein Vergrößerungsglas für ein ganz bestimmtes Phänomen dieses unendlich vielfältigen Lebens, das du als Geist erleben kannst. Jede politische Sichtweise sind alles ganz wichtige Puzzlestückchen. Die Dummheit beginnt in dem Moment, wo du eine einzige Perspektive intronisieren willst. Diese Kindergartenbeispiele, wo ich bringe, ich wiederhole nochmal, wenn wir sagen, der Körper ist das heilige Ganze und die Religionen oder die Völker, nenn es wie du es willst, sind die Sinnesorgane. Wir haben eine Sehreligion, eine Hörreligion, eine Schmeckenreligion und da muss die eins klar sein, da kann ich nicht sagen, das ist besser wie das. Es ist anders. Du wirst dann merken, dass eine Spiegelung auftritt, wo ich sage, die asiatischen Religionen jetzt immer im Kontext, im Tiefsten, dann hast du zuerst einmal die Vorstellung des heliozentrischen Weltbildes. Und da haben wir ja schon so einen Osten und den Westen. Bin ich schon vor 20 Jahren hier und jetzt gedacht, natürlich darauf eingegangen, dass mir diese drei Buchreligionen im Westen, im Großen, Islam, Christentum, entspringt aus dem Judentum. Das ist eine Trinität. Du wirst merken, im Osten hat man dasselbe, bloß gespiegelt. Dass sich hier sogar die ganzen Sachen spiegeln, dass also hier im Großen und Ganzen Buddhismus, Hinduismus und Daoismus mit Unterformen, gibt es natürlich wieder viel zersplittert, dass das komplett derselbe Aufbau ist. Und aber genau gespiegelt, das ist zum Beispiel im Westen sämtliche jetzt von dir aufgrund deines anerzogenen Wissens ausgedachten geschichtlichen Kriege sind zum großen Teil nur Religionskriege. Das heißt, dass also hier diese westlichen Buchreligionen extrem kriegerisch sind. Jetzt hat man hier aktuell so eine wahnsinnige Angst vor den Moslems, was diesen Spinnern, diesen christlichen Spinnern nicht bewusst ist, dass das, was jetzt die Moslems machen, waren im Mittelalter die Christen. Die Kreuzzüge. Was ich immer sage, es ist gleichzeitig, du musst weg von der Zeit, es gleicht sich selber aus. Diese Märchengeschichte von einem Hitler, wo alle geschrien haben, Ausländer raus, haben wir jetzt, dass alle schreien, Nazis raus. Und beides gleichzeitig gedacht, bringt dich auf eine höhere Ebene. Und solange du noch parteiisch bist, wirst du dich immer in Stücke reißen, du wirst dich immer selbst entheiligen. Und du kannst dich jetzt nur selber beobachten und das ist der Sinn des Lebens, du hast dann gewissen Glauben, einen Schwamminhalt, den konntest du dir nicht raussuchen. Und der Sinn des Lebens ist, dass du diesen einseitigen Glauben einfach durchschaust. Du sollst nicht einmal verändern. Darum ist unser Thema, Helmut, mit deiner Familie. Du bist ja nicht der Einzige. Da ist am Anfang eine Kleinigkeit von dir verkehrt gemacht worden und dann fällt die Jalousie runter und die kannst du nicht mehr erreichen. Also lern einfach im Mund zu halten und ich sage immer wieder, dir geht's am besten, wenn du ziemlich so bist, wie die dich haben wollen. Jetzt wenn ich sage, du musst dich nicht einmal verbiegen, das Ego ist Ego in Zaum halten. Demut. Und sobald du wieder aufbrauchst, meistens wenn du viel getrunken hast, geht schon wieder dahin. Du weißt doch, das kommt bloß von einer kreizdünnen Wettersauferei, sagt man fränkisch. Das enthemmt dich dann und dann kommt wieder der innerste Kern, das ist auch eine Form von Recht haben wollen. Und du kriegst dann wieder voll die Breitseite mit. Und das ist eigentlich hier so das Spiel, das spielt jede Seele, in jedem Leben spielst du dein eigenes Sinn, mach mal deine Vergangenheit, wenn wir jetzt gehen. Das schlägt schon dolle Haken, Robby, das Leben, wenn man so schaut, auch ins Umfeld, ne? Wo man überhaupt nicht damit rechnet. Aber es ist halt so, nimm es wie einen hochspannenden Film. Einfach nur ein hochspannender Film. Das ist die Arroganz von Menschen, das ist... Früher habe ich immer mal so krass gesagt in einer Frustphase, ich möchte dir den Gestank entgegenripsen, den ich meine Erfahrungen mit normalen Menschen nenne. Und umso mehr an der Meinung, er gehört zu den Guten, das ist ja schon die Falle, weil dann gehört er nicht zu den Schlechten, dann hat er sich schon entheiligt. Das rote Gut ist was anderes wie das blaue Gut. Das ist die Spiel mit der Trinität, dass ich das seit 25 Jahren rede, ein Tag besteht aus Tag und Nacht. Gleichzeitig. Und du darfst jetzt den Tag, die 24 Stunden für deine Logik, darfst du nicht verwechseln mit diesem hellen, mit der hellen Hälfte. Und die Liebe, von der ich rede, besteht aus Lieben und Hass. Als Plus und Minus. Verbinden wollen und trennen wollen. Und jeder, der eine einseitige Liebe, eine blaue Liebe pflegt, das will ich haben, ignoriert alles andere drumherum, der weiß nicht, was Liebe ist.
diese Fähigkeit, wirklich jede Art von Gedanken zu lieben, weil ich weiß, das ist eine Facette von mir selber. Wie soll ich immer so in meinem derben Fränkisch, du solltest anfangen, dein Arschloch genauso zu lieben wie dein Gehirn. Das heißt ja nicht, dass du das unbedingt abbusseln musst, was ja rein physiognomisch, körperlich relativ schwer wird. Außer du bist der Schlangenmensch. Aber es ist wichtig. Es ist alles wichtig. Und da wirst du dann irgendwann einmal merken, dann zeige ich dir medizinische Bücher, wo es dann geht, wie wichtig der Körper ja bloß aus Bakterien besteht und wie wichtig die Bakterien im Darm sind und auch in der Mundflora, all das Zeug, wie wichtig die sind für die Gesundheit. Und dann bist du wieder auf diesem Desinfektionstrip, dass du meinst, du musst das ganze Zeug abtöten. Es gibt kein Buch, keine Schrift in deiner Welt, wo du mir wissenschaftliche Bücher, wo du mir zeigst, wo ich dir nicht andere Bücher zeige, wo es Gegenteil behauptet wird, die genauso wissenschaftlich sind. Oder jetzt mit der Klimalüge. Alle hauen mit Zahlen um sich rum, was für Werte gemessen wurden. Und jeder, der den Mund aufreißt, der in dir auftaucht, ist das doch bloß ein Gedanke, den du dir denkst. Und dann die ganzen Werte. Jeder, der da was behauptet, hat das aus dem Buch heraus. Und jetzt könnte ich wieder sagen, egal was du mir bringst, ich zeige dir irgendeine Seite, wo was anders behauptet wird. Wer bestimmt jetzt, was richtig ist? Der sich's ausdenkt. Und wie willst du es beweisen? Es erfordert immer blinden Glauben. Habe ich im Weißenbuch-Vortrag nicht die schönen Bilder gezeigt? Ja, ist jetzt das manipuliert? Ist das ein Trick? Mondlandung? Ich sage, ein Bild ist ein Bild. Es ist einfach nur ein Bild. Das Problem ist, dass du zwanghaft glaubst, dass das, was du jetzt siehst, was jetzt in dir auftaucht, du bist ein träumender Geist, dass das irgendeiner vorher irgendwo mit irgendwelchen Sachen da außen fotografiert hat und dann eventuell manipuliert hat am Computer. Das sind alles logische Konstrukte. Der Auslöser ist das Bild. Aber das entsteht in dem Moment, wo du es anschaust. Es ist nie in der Vergangenheit gemacht worden. Nicht einmal du selbst. Wo kommst du her? Ja, ich wurde von meiner Mutter geboren in der Vergangenheit. Das denkst du jetzt. Warst du dabei? Kannst du es beschwören oder ist es nur ein logisches Konstrukt? Wenn du den Maßstab anlegst, dann ist wirklich 99% von all dem, was du bisher geglaubt hast, geht den Bach runter. Das ist der Befreiungsschlauch. Und den kann nur der machen, der sich's ausdenkt. Also das bist du. Ein Gedanke von dir kann das auch machen, aber nur, wenn du dir das so denkst, dass es kann. Weil die sind, Gedanken von dir sind auf Gedeih und Verderb auf dich angewiesen. Übrigens auch die ganzen Politiker und die ganzen Großschwätzer. Weil wenn du die nicht denkst, gibt's die nicht. Jetzt ist natürlich das Problem, du bist ein träumender Geist und der kann sich nicht raussuchen, was er sich denkt. Aber in dem Moment, wo du das erkennst, dich selbst als träumenden Geist setzt, bist du ja schon wieder was anderes. Du bist der sich einen träumenden Geist ausdenkt. Aus der Position heraus kannst du was verändern. Aber dann frage ich dich, warum? Kennst du die Geschichte mit dem blinden Arschloch? Wie definierst du verändern? Das ist jetzt wichtig. Ich rede vom Vervollkommnen. Dich wieder zurückholen in diesen Zustand der Heiligkeit. Und du wirst nie heilig werden, wenn du irgendwas vernichten willst oder nicht mehr haben willst. Weil in den großen Bücherregal ist immer alles gleichzeitig. Das heißt, vervollkommenen hast, du musst das ergänzen, was du noch nicht gedacht hast. Das automatisch die Sachen verändert. Ich kann aus einem Kreis, wenn ich ein Dreieck hinzufüge, einen Kegel machen, dann komme ich auf die höhere Ebene. Ich kann aus der Gesundheit, aus der Krankheit, wenn ich die Gesundheit gleichzeitig mache, komme ich zur Heiligkeit. Wenn ich die Krankheit bekämpfe, bleibe ich unheilig. Dann kriege ich nach der Gesundheit wieder die Krankheit. Sehe ich die jetzt krank sind. Die werden wieder gesund werden. Aber wehe die jetzt gesund sind, die werden wieder krank werden. Selig die jetzt essen. Die können ja kacken. Aber die jetzt kacken, die müssen wieder was essen. Ich kann ja nicht beides gleichzeitig. Doch, weil du alles, was du magst, ist jetzt. Kein Problem. Es ist, was du magst, ist jetzt. Es ist so. Das ist doch diese wirklich diese einfachen Bilder, die ich in deinem Geist jetzt als Brösel-Udo auslösen tue. Dass ich immer sage, schau ein Blatt Papier an, schau die Worte auf ein Blatt Papier und mach dir bewusst, dass all die Seiten, die du jetzt in der Hand hast, jetzt da sind. Dass die Worte auf der Seite, die du anschaust, jetzt da sind. Jetzt fang an zu sprechen, les. Und dann wirst du feststellen, jedes Wort, das du jetzt zu einem Geräusch machst, ist jetzt, du machst jetzt das Geräusch. Jetzt, jedes Wort, das ich spreche, spreche ich jetzt. Und jetzt schau in dich rein, wie hartnäckig noch dieses Gefühl ist, dass du die Worte nacheinander, zeitlich nacheinander sprichst. Weil ich ja die Zahlen, die Worte sehe, aber die sind auch gleichzeitig da, verdammt nochmal. Diese Hierarchie. Das löst alle Probleme in der Welt.
Du musst es nur akzeptieren. Und da ist jetzt wieder der zweite. Das ist dein eigenes Ego, weil du lieber dem Geschwätz von anderen mehr vertraust als mir. Jetzt ist die Frage, wer bin ich? Sagst du mal, bin ich der Brüssel Udo? Aber dass meine Bücher beginnen mit, ich bin du. Ich bin der, der sich das selbst erklärt. Darum nenne ich das Selbstgespräch. Jetzt muss man die X verstanden haben. Das habe ich so oft gesagt. JCH Rot erklärt ICH Rot. Ich erkläre mir, ich. Roter Bereich, dass wir eins sind, dass wir dasselbe sind. Das ist das rote Wir. Da du nicht von unten nach oben sehen kannst, weil du ja glaubst zur Zeit, du kannst immer nur von oben nach unten sehen, dass du der bist, der du jetzt zu sein glaubst, tauche ich als Udo in einen Traum auf. Und ich erkläre das nie in dieser Welt. Figuren in einem Traum können sich nicht. Das hat den Anschein, dass ich jetzt den Robby was erkläre oder euch was erkläre. Genau genommen erkläre ich es eigentlich bloß dem, der mich jetzt ausdenkt. Aber das bist doch du. Ja, den Schuh wirst du dir anziehen müssen, dass die, die du dir jetzt ausdenkst, bloß Pixelmännchen sind. Ich kann jetzt doch sogar hier deinen Bildschirm verändern, indem wir die Kamera schwenken. Schwenk die Kamera. Schwenk die Kamera. Wischi, wischi. Gut. Das ist das. Das ist, was ist jetzt alles andere ist Vergangenheit, die du dir ausdenkst. Jetzt kannst du dich nachschauen, wo wurde das aufgemacht, wo ist das hin und her, war ich da dabei? Alles Gedanken, ein Kommen und Gehen von Gedanken, was soll ich da für du Huwabu drum machen? Und da wird dann die Kirche, die ganzen Bischöfe, all das ganze Geschwätz, die Physiker, die Philosophen. Ich habe ja einen Blindfeld-Vortrag, habe ich mehrere Male, hat die Zeit natürlich wieder nicht gereicht, wie es immer der Fall ist. Habe ich so viele Universitätsvorlesungen. Wir sollten uns wirklich einmal hinsetzen, wir sollten einmal eineinhalb Stunden uns irgendeiner Vorlesung, egal ob der Physik, der Theologie, und ich werde dir zeigen, wenn du ein bisschen ein eigenes Bewusstsein hast und dich an das hältst, was jetzt ist, da wird dir vollkommen bewusst, was das für geistlose Rezitiermaschinen und Schwätzer sind. Ein reines Rezitieren von anerzogenem Wissen. Es ist wie ein Computer, den ich was eingebe und die geben das wieder. Da merkst du an der ganzen Physiognomie, dass da kein Verstehen da ist. Außer eine Selbstbeweihräuchung. Das Erste, was dir auffallen wird, dass bei den meisten Vorlesungen an Universitäten, wenn ein Gastleser da ist, eigentlich bevor die Vorlesung beginnt, dauert es schon mindestens 25 bis 30 Minuten, weil zuerst der Direktor der Hochschule, wo der Gastprofessor seine Vorlesung hält, der beweihräuchert, jetzt erst einmal eine Viertelstunde hin, der kommt und eine Vorlesung hält, was der alles für Auszeichnungen hat, dann erklärt der nochmal 10 Minuten, was ist, und dann geht erst die Vorlesung los. Zeig dir ganz einen Haufen, so läuft das ab. Aber das, so ist das System aufgebaut. Ja, richtig. Indem wir aufgewachsen. Richtig, als Kind, das ist so, denkt man das jetzt. Bis hin zum Arbeitsleben, wenn du das machst, was der Chef sagt, und schon abnickst und so, und dann läuft es. Ja. In der Schule, ihr seid Sklaven, ihr seid Sklaven, ihr seid Sklaven. Wenn du Prof hören will, hinschreibst, kriegst deine Punkte, kriegst deine Einsätze. Und ich sage jetzt, mach das, und ich sage jetzt ganz einfach, sei demütig und spiel die Rolle. Ich rufe nicht auf zu einer Revolution. Habe ich noch nie gemacht. Du sollst die Rolle spielen. Was mir wichtig ist, dass du begreifst, dass du nicht der bist, der du zu sein glaubst, sondern ein Schauspieler bist, der die Rolle spielt. Ein freier Sklave. Ja. Na, die Rolle, die du spielst, du spielst die Rolle eines Sklaven, aber der du bist, ist es nicht. Ein Geist, ein Todesklave. Eine Demut, ein Demutsakt. Das ist die christliche Symbolik zum Beispiel. Da ist niemand Aufstand gegangen. Bin ich öfter drauf gegangen. Das kann ich wieder sagen, hat es den jemals gegeben? Jetzt gibt es ihn auf jeden Fall, weil man dran denkt. Aber du wirst immer begreifen, dass der sich das ausdenkt, mächtiger ist wie der Gedanke, der gedacht wird. Du bist sogar mächtiger wie ein Gott, weil den Gott, den du dir ausdenkst, der wird so sein, wie du glaubst, dass er ist. Ein guter Gott oder ein Gott, den es eigentlich überhaupt nicht gibt, obwohl es ja dann da ist, wenn du ihn denkst. Oder erbärmlicher Gott. Ja. Ich sage immer wieder, die alte Gangster, darum wird sich dabei was gedacht haben. Das wird immer so sein, wie du dir das denkst. Und dann die Fildgötter, all das ganze Zeug, Gotteskinder. Ich habe das so einfach erklärt. Da ist nur einer. Da ist nur eine Energie. Da sind mir die Physikbücher dann schon lieber, aber nicht die Erklärung der Physikprofessoren. Weil die keine Ahnung haben. Jetzt kommt dieser Widerspruch, dass ich sage, du wirst von mir nie hören, dass irgendwas nicht stimmt. Ob das heilig, ob das der Koran ist, ob das die Tora ist, ob das die Bhagavad Gita ist, die Srimad Bhagavad Gita, egal, was du dir ausdenkst. Diese Schriften, diese heiligen Satzungsschriften, die sind unendlich präzise, wenn du sie richtig übersetzt. Wenn du das verstehst, was da in der Legere gelesen zwischen den Zeilen wirklich ausgedrückt wird. Bis hin zu unserer einfachen Bibel. Schon die ersten paar Sätze erklären dir alles, was ich dir in einfachen Worten erkläre mit den Gedankenwelten.
wenn man die Schwizer Vordersprache versteht. Und das kann bloß der verstehen, der sich alles ausdenkt. Niemand ist ein Gedanke von dir. Du wirst dann nicht gescheiter, wenn wir nicht so haben in die Auftauchen, die das perfekt beherrscht. Das bleiben trotzdem Gedanken mit dir, ganz ohne Probleme. Das Spiel spielst du ganz alleine. Und das ist die größte Angst des Menschen vor dem Alleinsein. Das Alleine. Das bist du sowieso. Du bist das Einzige, was im Meer da ist. Du bist sogar da, wenn du nicht an den denkst, der du jetzt zu sein glaubst. Aber was du hundertprozentig im Meer tust, du wirst permanent Gedanken laufen. Schon der Trugschluss zu sagen, ich habe jetzt 10 Stunden geschlafen, ohne zu denken, ist ein Gedanke. Du konzentrierst schon wieder Vergangenheit. Bin ich so oft drauf eingegangen, mein Beispiel mit 22 Uhr und 8 Uhr. Dass wenn du Austauschlücken hast, du erklärst immer alles vollkommen logisch im Hier und Jetzt. Die Fakten des Lebens bestehen darin, dass ich das doch mal verstehen muss, was Fakten sind. Es sind hier und jetzt überprüfbare Tatsachen und diese hier und jetzt überprüfbaren Tatsachen, das Wort Fakten wirklich übersetzt, heißt, du schaust einfach nur, was du jetzt tust, du denkst nichts, du schaust was an. Und jeden Gedanken, den du denkst, zerstört den bestehenden Gedanken. Das ist ein Faktum. Und jetzt ist es, dass die Gedanken, die du jetzt denkst, die jetzt deine Informationen sind, wir bleiben bei den sinnlich wahrgenommenen Informationen, ist nichts anderes, genauso eine Information. Die verstreust du um dich rum in Raum und Zeit. Jetzt denk an deine Marion. Wo war die ganze Zeit? Die war ein nicht gedachter Gedanke. Jetzt schau in dich rein, ob du glaubst, dass die jetzt die ganze Zeit auch dann da Hause haben wir bei den Kindern, während du nicht an sie gedacht hast. Du sollst nur dir bewusst machen, was du glaubst. Dann schaust du dein Programm an. Fakt ist, die hat nicht existiert. Jetzt existiert sie zumindest als Gedanke. Glaubst du, dass deine Marion, während du sie nicht denkst, dass die da außen jetzt ist? Schau in dich rein, mach dir das bewusst. Dann glaubst du zwangsläufig, dass die was erlebt, während du sie nicht denkst. Wenn jetzt die wieder hier und jetzt in dir auftaucht, wird die voll auf dich den Eindruck machen, dass sie was erlebt, während du sie nicht gedacht hast. Und jetzt sage ich, Normen sind jetzt austauschbar, egal wer du zu sein glaubst. Aber die Ursache ist dein Glaube, das ist das Konstruktprogramm. Da ist nur einer, der immer ist, das ist der, der es erlebt. Und jetzt ist die Schwierigkeit, dass das, was du erlebst, abhängt von deinem Programm, das in dir läuft. Drum, dann wirst du zu einem Geistesfunklichter sein. Es ist aber derselbe Geist. Das ist das Spiel. Das ist ungefähr so, wie wenn ich jetzt auch diese einfache Metapher mit dem Videospiel, dass ich so mir machen statt ein Buch ein Videospiel. Und da sind ein Haufen KIs. Und da ist jetzt, musst du dir vorstellen, dass jede KI ist ein eigener Charakter. Jetzt zum Beispiel in unserem Buch ist der Robby die Hauptrolle. Und der Udo ist jetzt eine Randerscheinung, der in dir auftaucht. Du kannst jetzt denken, der Udo wäre die Hauptrolle, dann erlebst du das, Udo vom, das Leben vom Udo. Du kannst jetzt das Leben vom Robby oder vom Jürgen erleben oder egal was auch immer. Das ist immer dasselbe Buch. In einem interaktiven Videospiel kann man jede KI innerhalb dieser Geschichte zur Hauptrolle machen. Und sobald diese KI der Spieler ist, erlebt er bloß, aber diese Welt, die er mit seiner KI aufwirft, mit seinen Interessen, und die anderen sind nur im Hintergrund Seinsmöglichkeiten, die ab und zu mal auftauchen als Information auf dem Bildschirm. Aber ich kann das austauschen, das macht das ganze Spiel aus. Und das ist jetzt ungefähr, was man in deiner Logik beschreiben kann, wie es wirklich funktioniert. Und genau deshalb sind jetzt Computer in deinem Traum, dass du um die Videospiele, es ist nicht zum Zeitvertreib oder dass es den Menschen besser geht. Auch jetzt diese Entgeistigung der Menschen durch den Computer, das ist ja ein sehr negativer Ausdruck. Keiner denkt mehr selber, die schauen ja alle bloß nach. Auch die Wissenschaft nutzt bloß noch auf Computer mit Programmen, die sie selber vorher einprogrammiert hat. Dann kommt der kleine Auswächer, wir haben ja da Sensoren. Aber ein Sensor, den du dir ausdenkst, der wird das machen, was du glaubst, dass er macht. Dass das so hirnrissig ist, dass man jegliche Form, wenn ich immer sage, der newtonschen Physik, das ist, wenn ich mit Physikern rede, du, die sind dermaßen geistlos verbrettert in ihren Glauben, es ist schlimmer, es ist die größte fanatische Glauben, den es überhaupt gibt. Dass also die jegliche Art von Gefühl für Physik, ausgedachte Physik, verloren haben. Ich mache immer gerne das Beispiel bei mir im Fernseher, der hat so einen Lagesensor, ist ja beim Handy auch mit drauf. Das ist, die Fernbedienung von Fernseher ist wie ein Mauszeiger. Du musst dir vorstellen, Robby, das ist wie ein Laserpointer. Ne? Wenn ich jetzt einen Laserpointer habe und ich gehe auf den Fernseher, kann ich einen Punkt machen. Und wenn ich meine Fernbedienung vom Fernseher in der Hand nehme, habe ich einen Mauszeiger. Und wenn ich jetzt das bewege, das ist so präzise, wie wenn ich jetzt mit einem Laserpointer, das geht relativ gut und da kannst du das anklicken und das anklicken und das anklicken, wobei ich einen Mauszeiger habe und das Ding eigentlich wie funktioniert genau wie ein Laserpointer, filzmäßig.
Und wenn du jetzt dich einmal schlau machst aus das Buch heraus, wie das funktioniert, was du feststellen, ist ein Lagesensor drin. Der mechanische Aufbau, wie die das erklären, ich will jetzt da nicht so arg ins Detail gehen. Das hat mit Trägheit zu tun, das ist ungefähr so, wenn ich jetzt ein Pendel nehme mit einer Kugel und ich fahre rüber, habe ich ja wieder eine Masseträgheit. Und da ist ein ganz kleiner Chip drin und da ist Schwingen gelagert, praktisch wie in einer Stimmgabel, ein kleiner Sensor. Und wenn ich rüberfahre, das ist jetzt wie die Masseträgheit, wird hier die, muss ich ja so machen, warte, die Kamera ist schon ausgeschalten. Da hinten ist er, das ist ja wurscht. Verändert er hier den Abstand und dann verändert sich die Kapazität. Dann verändert sich die Kapazität und da kann man dann die Bewegung feststellen, ob du die Fernbedienung nach rechts oder nach links bewegst. Und das ist jetzt natürlich sehr interessant, wenn du mal probierst, wie empfindlich das Ding ist, dann musst du wirklich, wenn ich jetzt ganz langsam bewege, habe ich ja da keine Masseträgheitsveränderung. Könnt ihr es ungefähr nachvollziehen oder ist es zu kompliziert? Dass wenn ich jetzt den ganzen, du musst dich konzentrieren, dass du das Ding so langsam bewegst, dass der Mauszeiger nicht reagiert. Wenn ich jetzt das Ding sehe, da ist jegliche Form von Vorstellung, auch wenn ich dir jetzt erkläre, wie ein CP-Player funktioniert, da wirst du den absoluten Wahnsinn, das ist, da kommt dann schon das alles Quantenmechanik, dann bei den Chips. Quantenmechanik hast du, ich glaube es, und darum ist es so. Das ist der Beobachterphänomen, hast du, wirst immer das zu sehen bekommen, was du dir ausdenkst. Aber wo siehst du das? Immer nur in deinem Kopf als Information. Gilt das nicht auch für das heliozentrische Weltbild? Zeig's mir. Zeig mir jetzt die Sterne. Du erklärst dir, ich sage immer wieder, du erklärst dir mit deiner Logik sogar, warum die jetzt nicht da sind. Das ist alles logisch. Das ist ein Gefängnis. Das ist so ein unendlich logisches Gefängnis, wo du drin hängst. Und das wirst du nie verlassen, wenn du deine Logik nicht opferst. Wobei ich jetzt nicht erwarte, dass die falsch ist. Sondern erweiter die, mach das H zu dem Wort, mach den Buchstaben zu einem Wort. Mach einen Buchstaben H, der das ganze Wissen einer Menschheit symbolisiert, zu dem Wort Haus. Und dann kommt das A, das U und das S dazu. Und ich habe an dem H nichts verändert, das ist Holophilik. Das ist Vervollkommnung. Und nicht ein permanentes Vernichten von irgendetwas, um eine andere Einseitigkeit zu intronisieren. Und erwarte jetzt das nicht, dass die Figuren in deinem Traum, die du dir ausdenkst, das von sich aus machen. Du musst auch keine Figur in deinem Traum, einen Gedanken von dir, von nichts überzeugen. Darum betone ich immer wieder, ich erkläre es dem, der mich jetzt ausdenkt. Ich erkläre es dem Denker und nicht irgendeinen Gedanken von dir. Auch nicht den, der du zu sein glaubst. Und wenn du sagst jetzt, oh, da komme ich ja nicht mit, das begreife ich ja nie, zitiere ich den alten Udo, habe ich gesagt, das wäre von Gott, bleiben wir mal zu religiös. Wir denken uns jetzt einmal einen Schöpfergott aus. Er wäre extrem ungerecht, wenn er dich in ein System reinschmeißt und deine Erlösung davon abhängig machen, dass du irgendwelche andere von irgendwas überzeugen müsstest. Das heißt, wenn ich deine Erlösung oder deine Freiheit, deine Freiwerdung abhängig machen würde, dass du andere Sturköpfe von irgendwas überzeugst, sonst wärst du nicht frei, dann wäre ich ungerecht. Und du musst auch keine Physik und kein Algebraisch lernen. Darum geht es überhaupt nicht. Ich sage dann immer, jetzt denke ich mir einen Schäfer aus, der jeden Morgen aufsteht, mit sich und seiner Welt zufrieden ist, mit seinen Schäfchen losmarschiert und nicht mehr haben will, wie das, was er ist. Der würde nie das Himmelreich betreten, wenn er andere überzeugen müsste. Der ist im Himmelreich, wenn er das lebt. Außer er schaut Fernsehen und macht die Zeitung auf. Dann denkt er um sich herum wieder eine Hölle. Stimmt oder stimmt? Wenn es nicht ärgert, nur lacht drüber, dann. Kann man auch machen. Da musst du aber die Freiheit kriegen, dass ich sage, der Humor trägt dich über alle Abgründe hinweg. Du musst die Fähigkeit kriegen, über alles und jeden zu lachen, aber ohne dich über was lustig zu machen. Das ist die andere Seite wieder. Da gibt es Leute, die sind hämisch böse. Das ist einfach das Spiel. Und darum sage ich, es passiert von alleine. Schau mal, jetzt haben wir schon so ein langes Stück miteinander gelaufen, Robby. Wir waren immer älter. Aber ändert es an dem, was der es erlebt? Der Körper spielt doch immer seinen Schabernack, unberechenbar. Das Leben, das du erlebst, ist wie das Wetter. Merk dir das. Und im Wetter ist sowas für scheißegal, ob du dich drüber auflegst oder nicht. Deine Gefühle, die du Geist, die du erlebst, nur du, nur der Geist, der träumt, erlebt den Traum. Die werden nicht erzeugt von den Reizauslösern, wie ich sage, sondern immer von deinen zwanghaften Interpretationen, die dir dieser Schwamminhalt, den du dir nicht raussuchen konntest, aufzwingt.
Und den musst du unter die Lupe nehmen. Und dann vervollkommnen. Du hättest, wo ist die Freiheit des Menschen? Ich könnte jetzt sagen, wo ist die Freiheit des träumenden Geistes? Da gibt es keine Freiheit. Es ist ein Dasein-Müssen. Ich sage immer wieder, wie in der Matrix. Ein Wesen, das in einer Gebärmutter heranwächst, ein Säugetier, kann sich nicht raussuchen, was es wird. Es kann sich nicht raussuchen, ob es ein Männchen oder ein Weibchen wird, was es für Augenfarbe hat. Und genau so ist es jetzt in der Matrix 2, wie ich nenne das, was in deinem Leben abläuft, ob du jetzt ein Buchhalter bist oder Automechaniker, ein Mann oder eine Frau, du suchst dir das überhaupt nicht raus, welche Rolle du spielst. Also zerbrech dir darüber nicht den Kopf, sondern spiel die Rolle und begreife, dass du was anderes bist. Der Schauspieler. Und das ist jetzt, spielt die Rolle möglichst gut. Aber mach dir immer mehr bewusst, was du bist. So wie ein Schauspieler versucht, möglichst gut diese Rolle zu verkörpern. Und dann wirst du merken, dass auch die Ballette, die du spielst, wenn du Schmerzen spielst auf der Bühne, dass die, du dir bewusst bist, dass du die ja eigentlich gar nicht hast. Obwohl sie da sind. Obwohl sie da sind. Das ist das, was man begreifen muss. Und das ist so weg von Religion oder Esoterik, den ganzen Geschmalz, weil die rezitieren nur alle, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen, die du dir als Vorbild nehmen kannst. Die sind komischerweise wieder ganz einfach. Die leiern dann relativ hier, wenn ich einen Karl Renz oder so mache, ist auch nur ein Gedanke. Immer dran denken, ein Gedanke kann nie was verstehen, aber das spiegelt dann langsam, wenn du zu verstehen anfängst, wird dir das immer mehr auffallen. Ob er ein Schwätzer ist, das wird ganz schlimm. Geht aber bei dir jetzt schon los, wenn du Videos anschaust. Und dann ist auch die Kunst loslassen. Lerne das loslassen. Das ist auch der Mechanismus, wo man hat, wenn man aufsteht, wo man immer sich reinfokussiert, was man sich anhört, was man sich anschaut. Beobachte dich einfach, wo es dich immer wieder hinzieht mit den Gedanken. Das hängt von dem Charakter ab und du sollst nur den Charakter durchschauen. Und dann wirst du langsam anfangen, den zu vervollkommnen. Aber das erfordert natürlich ganz, ich sage, relativ unangenehme Schritte, weil ich jetzt wirklich Sachen anfangen muss, zumindest gedanklich zu akzeptieren, wo mir vorher die Haare zu Berge gestanden sind, oder ich muss anfangen, mich für Sachen zu interessieren, die mir total am Arsch vorbeigegangen sind. Und da gibt es unendlich viel, Herbert. Helmut, bin schon ganz durcheinander hier. Das ist immer, wenn ich jetzt sage, die nichts Neues wollen, das ist die Mauer, wo du dich selber einsperrst. Und das ist jeder, der in einer Partei ist, in einer Sekte ist, in einer Kirche ist, mach dir jetzt erst einmal bewusst, frag dich, ob du Feindbilder bekämpfst. Einer, der behauptet, der ist Christ und ist voller Feindbilder, den kannst du eh schon vergessen. Der hat die christliche Lehre und kann überhaupt nicht verstanden. Nö. Ist so oder ist es so? Und jetzt schau mal, das ist Feindbilder. Du hast, mir geht es jetzt wichtig. Es geht um Kleinigkeiten. Es geht um Kleinigkeiten, wo du dich aufregst. Diese symbolische offene Zahnpasta-Tube zum Beispiel. Wo man sich dran stört, wo man sich reinsteigern kann ohne Ende. Oder schau in unseren Chat, wenn du mal schaust, wie sich manche aufblasen, welcher nichts. Und dann sind viele, die halten sich im Hintergrund. Und dann juckt es, da magst du dann förmlich in den Finger, wo sie eine Zeit lang still sind, dann müssen sie doch wieder an raushauen. Und du sitzt einfach und schaust und denkst, die sind auch bloß ausgedachte Figuren. Da geht es ja schon wieder los, dass du konstruierst, wenn du am Computer sitzt, der hat jetzt das reingestellt, der hat das reingestellt, der hat das gemacht. Das einzige konstante Parameter bist du selbst. Immer wieder der Satz, einen einzigen Satz verstanden. Was hat der Känguru in Australien, die Neandertaler in der Steinzeit und der Eiffelturm gemeinsam? Der Rudi was. Der Rudi was. Ich nehme alles schon ab. Der, der sich's ausdenkt. Was hat die Erdkugel gemeinsam mit der Flachwelt? Goethe mit Hitler. Da ist immer ein gemeinsamer Parameter da. Das ist der Geist, dem das entspringt. Dem diese Gedanken entspringen. Klingt so unendlich einfach. Das ist so einfach. Es ist so einfach wie ein Quadrat mit drei Stricken zeichnen. Wenn die Filter mal weg sind, Robby. Das ist die Kunst. Und die Filter löst du auf. Da, unsere Psychose hier, der Rudi. Das ist immer der Sack der Steine. Die Vergangenheit. Das ist immer einer. Du gibst immer irgendjemandem die Schuld. Der Vergangenheit, mein Jugendtrauma, dieses und jenes. Ja, wer redet dir das eigentlich ein? Immer deine eigene Logik.
Mein Weidezaunbeispiel. Ich sage, lass los. Ich kann nicht. Wer bestimmt das jetzt? Immer der, der sich's ausdenkt. Ja, so ist das Leben, Leute. Wenn wir das jetzt durch haben, dass ich immer wieder dasselbe erzähle, das ist so, ihr wisst, der schüttelt den Kopf dahin, weil ich an den Gesichtern sehe, dass es da noch einiges zu tun gibt. Und dann können wir anfangen und ich erkläre dir, was du bist, das habe ich die ganze Zeit gemacht und dann können wir uns darüber unterhalten, wie es wirklich funktioniert. Das wäre mal geil. Und dann wirst du merken, dann wird es mächtiger, wie es wirklich funktioniert. Aber das, du zeigst, du beweist mir jetzt in deinem Alltag, dass du das wirklich konsequent durchziehst. Ja. Und da musst du dir eingestehen, mit einem Haufen Selbsterkenntnis, da habe ich noch einiges zu tun. Ja. Stimmt oder stimmt? Und wenn das wirklich installiert ist, dann kann man drüber reden. Und damit meine ich nicht, dass du jetzt nicht dich für über was aufregst, sondern ich meine, dass du der wirst, der das beobachtet, wie sich jetzt in Lampfall der Jürgen über was aufregt und das mit einem Schmunzeln siehst und die Größe hast, dich nicht einzumischen, weil du kein blindes Arschloch mehr bist. Also ich will nicht, dass du dir das verkneifst. Die Sache mit dem blinden Arschloch. Jeder Beobachter, der mit was nicht einverstanden ist, ist ein blindes Arschloch. Ein geistloser Narr. Egal, in welcher Stufe ich jetzt das in unserer Hierarchie sehe. Ob ich mich körperlich beobachte oder ob ich als Geist diesen Intellekt beobachte, der sich über sich selbst auflegt. Lass es einfach. Das ist die Rolle. Und dann kommst du in eine Position, wo du es wirklich anschaust und dann nochmal mitmischt. Dass du diese Geistlosigkeit von Idioten, die um die Tasse herumsitzen und streiten, ob der Henker rechts oder links ist. Das ist nichts anderes, ist Politik, nichts anderes ist Religion. Unendliche aufgeblasene Egos, die du dir ausdenkst, weil ich dir die denken lasse, denen du noch Schuld gibst an irgendetwas. Schuld ist immer der, der sich's ausdenkt. Merkt ihr das? Wer hat Schuld, ist die Frage, wer ist dafür verantwortlich? Wer hat's gemacht? Und dann sagst du ganz still in dir, stilles Eingeständnis und Schweigen, ich. Ich. Und dieses Ich, das ist es, ich bin der Esoterik. Diese Fähigkeit zu beobachten, ohne zu werten, sondern die Wertung in deiner Gedanken zu beobachten. Die Gedanken meine ich jetzt die Menschen, die du dir ausdenkst, inklusive der, der du zu sein glaubst. Das einfach nur zu beobachten. Ohne dabei irgendwie in die Versuchung zu kommen, überhaupt diese Wertungen selber wiederum zu bewerten in richtig und verkehrt. Dann kannst du sagen, jetzt habe ich es verstanden. Punkt. Jetzt kannst du dann ausmachen. Die Schnauze voll, jetzt schalten wir dann aus. Ja. Schalten wir alles weg. Jetzt lassen wir es uns gut gehen. Exakt in der Sekunde ist die Speicherkarte voll. Wir nennen das Synchronizitäten. Wir nennen das Synchronizitäten. Das ist auch mal geil, oder? Passt wieder genau, ne?